es nun wirklich eben auch seitens der Industrie den Einsatz von Pestiziden zurückzufahren. Herr Stadler. Frau Präsidentin, ich habe dem legislativen Vorschlag des Kollegen Silvestris zugestimmt und ich bin froh, dass dieses Parlament mit eindeutiger Mehrheit den Kommissionsvorschlag abgelehnt hat. Die Kommission hat sich vollkommen auf die Einflüsterungen von Lobbyisten verlassen und verkennt vollkommen, dass die Bevölkerung eine ganz andere Regelung haben möchte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Lobbys es schaffen, sich bei der Kommission Regelungen zu bestellen und wie die Bevölkerung diese Regelungen ablehnt. Und heute hat die Kommissarin bewiesen, dass sie überhaupt nicht auf die Stimmung der Bevölkerung Rücksicht nimmt. Und daher wird es am 25. Mai für die Wähler die Möglichkeit geben, diese Kommission abzustrafen. Wer so abgehoben Politik betreibt, muss abgestraft werden. Grazie, onorevole. Dankeschön. Herr Sitzer, bitte. Oder Frau Sitzer. O izvješću Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, a i kao članica odbora. Frau Präsidentin, danke. Dieser Bericht. Ich selbst bin ja Mitglied in zwei der Ausschüsse, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.